B1.0. Die Parabel p verläuft durch die Punkte p minus 6, 10 und q 4 minus 5. Sie hat die gleichende Form y ist gleich 0,25x² plus bx plus c mit g gleich a Kreuz a und b c Element a. Die Gerade g besitzt die Gleichung y gleich minus 0,5x plus 1 mit g gleich a Kreuz a. B1.1 zeigen Sie durch Berechnung der Werte für b und c, dass die Parabel p die Gleichung y ist gleich 0,25x² minus x minus 5 besitzt. Zeichnen Sie sodann die Parabel p und die Gerade g für x von minus 5 bis 7 in ein Koordinatensystem. Für die Zeichnung gilt, Länge hat 1 cm und x geht von minus 5 bis 7 und y von minus 7 bis plus 7. Okay, erste Aufgabe, man soll eine Parabelgleichung aufstellen, die diese Form hier besitzt. Ja, und dafür soll man das b und das c berechnen. Schauen wir mal an, was haben wir als gegeben? Wir kennen den Punkt p und wir kennen den Punkt q. Durch diese beiden Punkte hindurch soll die Parabel verlaufen. Zusätzlich haben wir noch die Form 0,25x² plus bx plus c. Das ist auch gegeben. Es gibt drei Möglichkeiten, Parabelgleichungen aufzustellen, beziehungsweise drei lernt man kennen. Zwei funktionieren mit dem Scheitelpunkt und eine mit der allgemeinen Form. Wir haben keinen Scheitelpunkt gegeben, deswegen fällt die Scheitelpunktform auch wieder raus. Übrig bleibt die letzte Möglichkeit mit der allgemeinen Form. Und die brauche ich jetzt nicht groß in der Formelsammlung nachschlagen, weil die steht hier eigentlich auch schon in der Aufgabe drin. Ja, wir haben eine Gleichung der Form, y ist gleich 0,25x² plus bx plus c. Ganz wichtig, hier ist der Öffnungsfaktor a im Prinzip schon mit drin, mitgegeben. Ja, den brauchen wir. So, wie starten wir jetzt? Dran denken, jeder Punkt hat eine x- und eine y-Koordinate, sowohl p als auch q. Und jetzt gilt, wir setzen zuerst den Punkt p einmal in diese Parabelgleichung ein und dann ein zweites Mal Punkt q. Wir kriegen also erste Gleichung mit Punkt p. Wir fangen an mit y-Koordinate von Punkt p. 10 ist gleich 0,25, der Öffnungsfaktor, mal, jetzt kommt die x-Koordinate von p zum Quadrat, dann plus b mal nochmal die x-Koordinate von Punkt p plus c. Das gleiche machen wir jetzt mit Punkt q. Y-Koordinate von q ist gleich 0,25 mal x-Koordinate von q zum Quadrat plus b mal x-Koordinate von q plus c. So, jetzt haben wir zwei Gleichungen. Jetzt muss man das irgendwie auflösen. Gibt es mehrere Varianten. Wer einen Taschenrechner zur Verfügung hat, kann zum Beispiel hier spezielle Funktionen nutzen. Gibt es zum Beispiel ein Toolsystem 2, der hier sehr schnell weiterhilft. Ansonsten über Gleichsetzungsverfahren gehen. Beim Gleichsetzungsverfahren ist es wichtig, dass wir beide Gleichungen nach einer Variable auflösen. Ja, und dann können wir diese Variable gleichsetzen. Es bietet sich immer an, nach c oder wenn c gegeben ist, nach b aufzulösen. Nach a kann man zwar auch auflösen, wenn es mal gibt, aber dann werden die Zahlen recht unschön. Ja, hier steht es c alleine, deswegen bietet sich es auf jeden Fall an, beide Gleichungen nach c aufzulösen. Ob die jetzt links oder rechts stehen, ist dabei vollkommen egal. Die stehen schon auf der rechten Seite, deswegen lasse ich sie auch rechts. So, erster Schritt ist erstmal vereinfachen, was geht. Bevor man mit dem Umformen anfängt, bevor man sich daran vertut. So, minus 6 zum Quadrat sind 36, 0,25 mal 36 sind 9. Das sortiere ich ein bisschen, minus 6b und hinten dran plus c, Gleichung 2. Minus 5 ist gleich 4 Quadrat sind 16 und 0,25 mal 16 sind 4. Plus 4b, wieder ein bisschen sortiert, plus c. Okay, alles vereinfacht, was geht. Jetzt umformen. Alles, was nichts mit c zu tun hat, kommt auf die linke Seite rüber. Also die plus 9 mit minus 9 und die minus 6b mit plus 6b. Bei der zweiten Gleichung entsprechend ähnlich, minus 4 und minus 4b. Erste Gleichung heißt dann, 10 minus 9 sind 1 und dann kommt noch die 6b dazu, ist gleich c. Und Gleichung 2, minus 5 minus 4 sind minus 9 und minus 4b ist gleich c. So, jetzt haben wir beide Gleichungen nach c aufgelöst und jetzt gilt natürlich, wenn die erste Gleichung der Linksterm gleich c ist und die zweite Gleichung der Linksterm gleich c, dann gilt natürlich auch, dann müssen die beiden, ja, kann man sie gleichsetzen im Prinzip. Also Linksterm von 1 ist gleich Linksterm von 2. 1 plus 6b ist gleich minus 9 minus 4b. Das ist unsere Gleichung, die wir daraus bekommen. Ja, gilt wieder b sammeln auf einer Seite, die Zahlen ohne Variable auf der anderen Seite sammeln. Also ich rechne jetzt hier plus 4b, ich sammle die b's links
und minus 1 die Zahlen ohne b rechts. 6b plus 4b sind 10b und minus 9 minus 1 sind minus 10. Alles umgeformt, jetzt teilen wir durch den Zahlfaktor, der vor dem b steht, also geteilt durch 10. Und dann bekommen wir raus, b ist gleich minus 1. So, was machen wir mit dem b? Den setzen wir uns entweder in die erste oder in die zweite Gleichung ein, von denen, die wir oben umgeformt haben. Ist vollkommen egal, welche, die mit den einfachen Zahlen nehmen. Ich setze das jetzt in 1 ein. Dann folgt daraus, c ist gleich 1 mal 6. Und jetzt kommt das b rein. Ja, 6 mal minus 1. Da muss ein Plus rein. Ja, 1 plus 6 mal minus 1. So, 6 mal minus 1 sind minus 6 und plus 1 sind minus 5. Also hat unsere Parabelgleichung die Gleichung y ist gleich a war 0,25 x Quadrat, dann b war minus 1 und c war minus 5. Vergleichen wir nochmal oben mit der Aufgabe. Ja, 0,25x² minus x minus 5. Hier vor dem x minus x, da fehlt jetzt noch die 1 dazwischen, aber das ist die verkürzte Schreibweise. Ja, ich kann die 1 hier unten auch weglassen, beziehungsweise wenn keine Zahl vor einer Variable steht, ist sie automatisch 1. So, Parabelgleichung ist damit aufgestellt. Zweiter Teil kommt jetzt noch, weil es heißt, zeichnen Sie die Parabel und die Gerade g in das Koordinatensystem ein. Okay, zeichnen wir es mal als Koordinatensystem. Das muss von minus 5 bis 7 auf die x-Achse und von minus 7 bis plus 7 auf die y-Achse gehen. Na, jetzt habe ich kein Geodreieck bereitgelegt. Da liegt es. So, am PC ist immer etwas schwerer zu zeichnen. Auf dem Papier ist man da wesentlich schneller. So, nach oben genügend Platz lassen. Wir brauchen 7 cm. 1, 2, 3, 4. Na, ist nicht schön geworden. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und auch nochmal sieben nach unten. So, dann habe ich hier meinen Nullpunkt. Fünf geht es nach links. Und jetzt muss ich nochmal spiegeln, wie viel es nach rechts ging. Auch 7 cm. Ja, den mache ich nochmal neu. Der sieht nicht so schön aus. Gut, Einheiten abtragen. Legen Einheit 1 cm. Ich mache immer nur die ungeraden. 5, 7. 1, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oben noch ein Pfeil in y-Achse. Ein bisschen höher. So, y, hier ist die 7. Nach unten geht es 7 Stück. 2, 3, 4, 5, 6, oder war ich sogar ganz kurz? 7. Und nach links 7 Stück, 5 Stück brauchen wir nur. Minus 1, minus 3, minus 5. Perfekt. Koordinatensystem ist gezeichnet. Jetzt müssen wir die Parabel und die Gerade einzeichnen. Fangen wir vielleicht mit der Geraden an. Schauen wir uns nochmal nach, wie heißt die Gerade. Steht hier oben. Minus 0,5x plus 1. Die Gerade geht ganz einfach zum Einzeichnen. Man kann auch den Taschenrechner zur Hilfe nehmen. Einfach eintippen, auf Table gehen und die Werte auslesen. Oder dran denken, die Zahl ohne x hinten dran, das ist der y-Achsenabschnitt, also das ist der Punkt auf der y-Achse, damit liegt er hier bei plus 1. Und jetzt müssen wir dann nur die Steigung beachten, das heißt, wenn ich einen Schritt nach rechts gehe, eine Längeneinheit nach rechts gehe, gehe ich die Steigung entsprechend nach oben oder wenn es minus ist, nach unten. In dem Fall heißt 1 nach rechts und 0,5 nach unten. Lande ich also hier, das kann ich ein paar Mal durchführen. Je mehr Punkte ich habe, desto genauer wird dann nachher die Gerade. So, na, ich nutze nochmal das Geodreieck. Wichtig ist nur, dass man auch tatsächlich bis zur 7 durchzeichnet. Und auch links bis zur 5, bis zu x gleich 5. Ja, sieht schön aus. Gut, die Gerade haben wir. Gerade g. Jetzt folgt noch die Parabel. Wenn man Scheitelpunkt Parabel hätte, könnte man das auch recht schnell ohne Taschenrechner rechnen, aber
ansonsten macht man es einfach mit. Also Taschenrechner hernehmen, dann ich habe jetzt den Sharp, je nachdem welchen man benutzt, sieht es ein bisschen anders aus. Hier kommt jetzt die Parabelgleichung rein mit 0,25 x², was war es, minus x minus 5. So, dann gehe ich in meinen Table, also in die Tabelle. Ich muss von minus 5 bis 7 zeichnen. Also gehe ich jetzt einfach hoch, bis ich zu minus 5 gelange. Und das sind jetzt hier meine Punkte. Minus 5, 6,25, minus 4, 3, minus 3, 0,25. Diese Punkte trage ich jetzt in mein Koordinatensystem ein. So, ich habe es nebenher beim Taschenrechner, damit ich nicht immer zwischen hier auf dem Bild immer herumswitchen muss. Also minus 5 und 6,25 liegt hier oben. Nächste ist minus 4, 3. Ist der da? Dann minus 3, 0,25, minus 2, minus 2, minus 1, minus 3,75. Dann haben wir 0, minus 5. Wir haben 1, minus 5,75, 1, minus 5,75, jawohl. Dann 2, minus 6. 3 minus 5,75 und jetzt merkt man schon, oh, ich habe hier meinen Scheitelpunkt gefunden, das ist der da. Der Rest kann ich jetzt im Prinzip über die Symmetrie ausfüllen. Ja, der muss darüber gespiegelt werden, der darüber und so weiter und so fort. Oder einfach aus dem Taschenrechner die weiteren Werte entnehmen. Wir müssen bis zur 7 gelangen, also den da haben wir noch und noch ein weiterer bei 0,25. So, und jetzt gilt so rund wie möglich verbinden. Eine Parabel darf keine Delle oder Ecke oder sonstiges drin haben. Es gibt auch Parabelschablonen, mit denen man so Parabeln auch mit Hilfe der Parabelschablone ein bisschen sauber zeichnen kann. Aber es geht auch eigentlich so, wenn man zwischendrin das immer wieder absetzt. Man kann auch noch die Komma stellen, also vielleicht von minus 1,5 oder sowas dann berechnen, wenn man es noch genau haben möchte. Aber so reicht es vollkommen aus. Von minus 5 bis 7 gezeichnet, jawohl, passt alles. Erste Aufgabe erledigt. Ja, schreibe noch Parabel P mit dazu. So.